Willkommen zurück, liebe Leute, von heute zu einer weiteren Runde Day of the... Nein, nicht Day of the... sondern Day of the Tentacle, Hoagie. Ach Mensch, du hast jetzt wieder alles versaut. Ja. So, wir machen mal lieber weiter, bevor es noch schlimmer wird. Ja. So. Ja, wir haben uns in der Küche auch schon umgeschaut, genau. Und dann machen wir hier mal weiter. Ja, das ist hier also das Dach von der Villa oder vom Gasthaus in dem Fall. So, und hier können wir also rein. Oh, eine Miezekatze spielt gerade mit einer Maus. Können wir die Miezekatze denn streicheln? Wozu benutzen? Ja, du sollst die Katze doch streicheln, Hoagie, Mensch. Na gut, können wir die nehmen. Hoppla. Ja, sorry. Ich wollte doch ein bisschen mit dir kuscheln und so. Du bist so süße kleine Mietje. Naja, okay, dann halt nicht. Aber da steht eine... Da steht ein Eimer voller Farbe, wollte ich gerade sagen. Hoagie, Mensch. Den, nehmen wir auch mal mit. So, und da haben wir zwei Betten da stehen. Einmal Jets Bett und Nets Bett. Das scheinen wohl die Söhne von Red zu sein. Jo. Können wir uns denn da drauflegen? So ein bisschen drauf entspannen und so? Klunk, okay. Der scheint steinhart zu sein. Also das Bett, also die Matratze scheint steinhart zu sein. Und was ist mit diesem Bett hier? Quietsch, quietsch, quietsch. Und, oh, die Katze, die ist sehr aufmerksam drauf geworden. Ja, es geht eigentlich darum, wir müssen ja versuchen, an diese Spielzeugmaus ranzukommen. Und um das machen zu können, tun wir einfach folgendermaßen was. Wir haben ja gerade festgestellt, dass die Katze ja von diesem Quietschen so angetan ist. Also benutzen wir doch die Matratze mit dem von Jets Bett. Also, los geht's. Hört sich an, als hätte die Katze eine Maus gefangen. Puh. Ob das wirklich so passen würde, wenn eine Katze eine Maus fängt und so? Na, okay. Ach, Mensch, Hoagie, das wird langsam echt nervig. Okay, gut, machen wir weiter. So, jetzt können wir mal draufsetzen. Und ja, da kommt die Katze auch rüber. Sehr davon angetan und jetzt können wir die Maus einstecken, sonst wäre die Katze wieder Akku gewesen. Und, naja, sieht ein bisschen komisch aus, wenn man die Katze von hinten so sieht. Und jetzt sitzt die Katze da und denkt sich, ja, du, wo ist die Maus jetzt hin? Na gut, dann sitze ich halt hier ein bisschen so rum. So. Ist geschlossen. Ja, deswegen sollst du die Falltür auch öffnen. Unterdessen, 400 Jahre später... Holt mich hier runter! Ja, Laverne, keine Bange, du wirst noch bestimmt bald runterkommen. Allein so... Hoagie, also jetzt mal wirklich, so. Allein, dass so ein Pferd da steht und ich find's schon ulkig, wenn da eine Option zur Verfügung steht, von wegen, dass wir mit dem Pferd reden können. Na, also, ja, machen wir es einfach mal. Hi, Pferd. Selber hi. What? Hat das Pferd gerade mit mir geredet? Ups, du kannst ja sprechen. Hey, das kannst du auch. Was für ein Zufall. Ich dachte, Pferde könnten nicht sprechen. Vielleicht wollten sie auch nur nie mit dir reden. Schon mal daran gedacht? Du meinst, die Pferde haben mich mein Leben lang reingelegt? Wenn du es so formulieren willst. Sehr direkt ausgedrückt. Was macht ein Pferd wie du an einem Platz wie diesem? Hey, ich wohne hier. Was willst du hier? Ich will zurück in die Zukunft, um die Welt zu retten.
Die Zukunft, ja? Und ich dachte, Franklin wäre verrückt. Ja, also, kann man in der Form hier bestätigen, ja? Ist das eine Art Trick? Keine Magie. Ich bin nur ein Pferd. Bestimmt der Pferd von Copperfield, bestimmt. Ja. Nette Zähne. Danke. Ich habe auch viel dafür gezahlt. Nun, ich muss gehen. Bis später. Ja, also die Zähne sind durchaus interessant von diesem Gaul hier. Aber wie sagt man so schön, ein geschenktes Gaul schaut man nicht ins Maul, ne? Jo, ja, Hogi, kratzt dich mal so an dem Bauch rum, ja, also an dem Bauch so herum und so, ne? Schauen wir mal, was wir hier haben. Ah. Hä? Die Frage ist, welcher ist Styropor und welcher ist der echte McCoy? Ich möchte bemerken, dass wir beide echt sind, aber keiner ist McCoy. Wir sind Edisons, Ned und Jet. Wer ist wer? Ist das wichtig? Unser Vater kann uns auch nicht unterscheiden. Er weiß nur, dass einer von uns Linkshänder, der andere Rechtshänder ist und dass wir beide nicht in seine Fußstapfen treten werden. Halt still, Jet. So, ich traue mich kaum zu fragen, sind Sie der Marmorlieferant? Oder das Model? Nur mal ganz kurz zu der Szene vorhin, als wir die Matratzen getauscht haben. Ich musste bei der Szene, wo er mit dem Hammer auf, mit dem Hammer aufgeschlagen hat, an Indiana Jones und der letzte Kreuzzug denken, wo auch bei der Szene, wo sie in Venedig sind, in der Bibliothek, wo Indy halt auf den Boden mit dem Metallpfosten raufschlägt, musste ich da auch dran denken, weil der Bibliothekar ja halt mit dem Stempel auf die Bücher raufstempelt und dann zeitgleich, wo Indy halt hier schon mit dem Pfosten draufhämmert, dann dieses Ding, dieses Ding kommt, wenn er immer hier schon den Bibliothekar mit dem Stempel so draufdrückt. Und er sich nachher sich fragt, von wegen, ist was mit dem Stempel nicht in Ordnung? Also, daran musste ich gerade so denken, als diese Szene da war. Also, das hat schon so seine lustigen Parallelen irgendwie, obwohl es auch nicht so gedacht war eigentlich. Aber okay, so viel dazu. Bin kein Marmorhändler, aber hartes Zeug ist mein Leben. Ich bin sicher, das ist da, wo du herkommst, mächtig witzig. Wo genau kommst du her? Ich lebe in der WG mit Bernhard und Laverne. Wie schön für dich, wie schön für Bernhard. Wie schön für Laverne, wie schön für alle. Nun ja, eigentlich verbieten sie mir dauernd meine laute Musik. Ja, natürlich. Und tschüss. Oh, wie eingebildet die sind, ne? Also, zumindest erstmal der eine von denen. Aber ich kann mir auch denken, dass der andere genauso drauf ist. Ich bin das Model. Soll ich mich jetzt ausziehen? Nein, nein, das solltest du ganz bestimmt nicht. Bei deiner Figur hätten wir Probleme, außer wenn wir zwei Marmorblöcke zusammensetzen würden, aber dann hätte dein Abbild einen Sprung. Macht nix, den hab ich eh. Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Okay, ich weiß nicht, was da am Ende gemeint damit war, aber okay. Ich bin der Lieferant, kann ich hier abladen? Zurzeit haben wir ausreichend Medium, daher danke, nein. Das ist nicht Medium, das ist das extra starke Zeug. Verschwinde bitte, wir Künstler reagieren sehr sensibel auf Leute wie dich. Welche Art Leute? Fette, dumme Leute. Ach, das ist so fies, ey. Die sind so... Na,
Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Zu spät. Danke. Ja, aber ich finde es schon amüsant, dass die beiden nicht so drauf sind wie ihr Vater. Also von wegen, dass sie eher Künstler sein wollen als Wissenschaftler. Ich finde, das ist mal was Interessantes. So, aber sie könnten wenigstens mal sehr freundlich sein, aber sind sie auch nicht. Und wen haben wir denn da? Ach ja, das scheint ein Vorfahre von Max zu sein, von Sam und Max, die ja auch häufig bei den LucasArts-Spielen da auftreten. Ja. Sehr rührend, Hogi. Nicht. Der späte Maxetax. Seine Zeit ist abgelaufen. Ein trauriges Ende für so einen Patrioten. Wohl wahr. So, das scheint das Zimmer von Ben Franklin zu sein. So. Ich verstehe nicht, wie sowas fliegen kann. Hey, was ist das da auf dem Plan? Sieht aus wie eine Geheimbotschaft. Oh, doch nur ein Kaffeefleck. Na, okay. So, und da haben wir eine Weinflasche. Château de Chapeau, 1775. Okay, stecken wir mal ein. So, was haben wir da? Ja, ja, die Fahne kommt ja gleich dran. Ich arbeite so schnell ich kann. Kein Problem, lass dir Zeit. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Ja, das ist die Dame, die wir vorhin schon gesehen haben, die ja schon so gereizt ist, weil ständig immer irgendetwas umgeändert wird und sie das immer wieder korrigieren oder nochmal die Fahne neu machen muss. Und ja, wenn wir jetzt sagen würden, ach, das ist die einzige Möglichkeit, die wir da haben. Ja, ich denke mal, das wird sie nicht sehr erfreuen. Egal. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet? Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Was für ein Dreck! Inzwischen würde ich einfach alles tun, nur um damit fertig zu werden. Leg den Plan auf den Tisch und ich schaue es mir an, wenn ich hier fertig bin. Okay, aber soweit haben wir erstmal nichts für Sie. Und dann würde ich mal erstmal sagen, gehen wir wieder raus. Wow, und was haben wir hier? Ja, George sleeps here. Das scheint also das Zimmer von George Washington zu sein. Ja, sehr ansehnlich. Also nicht, hier sah schon, wie sich Hogi gerade wieder in den Bauch gestreichelt hat oder gekratzt hat, sondern das Zimmer hier. Ja, kann man sich da rauflegen? Nö, aber Hauptsache dagegen knallen mit dem Po, ne? Naja. Und ich schätze mal, da ruft man damit hier schon den Dienst hier des Gebäudes und ja, probieren wir es doch mal aus. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Junge, was für eine Unordnung. Na, die kommt aber schnell hier rüber, also recht fix, die Dame. Ja, reden wir doch mal mit ihr. Hallo, Lady. Ja, Mr. Washington. Mein Name ist nicht Washington, er ist Hogi. Ha, das ist witzig, Mr. Washington. Man stelle sich vor, benannt nach einem Sandwich. Der sieht auf keinen Fall George Washington so ähnlich. Also die gute Dame muss mal unbedingt entweder ihre Brille putzen oder ja, sich eine neue kaufen mit einer anderen Sehstärke. Also, ne. Oder was meint ihr? Sieht er wirklich so ähnlich wie George Washington aus? Ich glaube, nein. Nein, ehrlich, ich bin nicht Washington. Sie sind George Washington. Beruf Gründungsvater. Das steht so beim Einwohnermeldeamt. Was im Einwohnermeldeamt steht, ist doch vollkommen egal jetzt in dem Fall.
Fakt ist nun mal... Das ist nicht mein Zimmer. Nun, Sie haben hier ein ziemliches Durcheinander verursacht. Keine Chance, mich reinzulegen, Mr. Washington. Hast du auch Putzzeug? Wie die meisten Putzfrauen habe ich es auf meinem Wagen. Im Gang. Weißt du, wo ich Red Edison finden kann? Vielleicht ist er wieder im Keller. Er versucht ständig etwas zu erfinden, statt sich um das Gasthaus zu kümmern. Ich frage mich auch gerade, ob das vielleicht seine Frau sogar sein könnte. Keine Ahnung. Weißt du, wo ich Red Edison finden kann? Vielleicht ist er wieder im Keller. Ach so. Er versucht ständig etwas zu erfinden, statt sich um das Gasthaus zu kümmern. Okay, Entschuldigung, ich habe das ja eben gerade gefragt. Ich bin ja auch so düsterlich manchmal. Ich lass dich dann mal weiterarbeiten. Ja, es gibt viel zu tun. Jo. Oder was meint ihr? Könnte das die Frau von Red Edison gewesen sein? Könnte möglich sein, könnte möglich sein. So. Jedenfalls hat sie immer so einen Wagen mit dabei und jetzt könnten wir mal die Seife mitnehmen. Nein, das wollte ich gerade verhindern. Wenn wir das übrigens mit dem Bett nicht getan hätten, hätte sie uns bemerkt und dann wäre sie dazwischen gekommen und hätte uns weggescheucht. Aber da wir das Bett durcheinander gebracht haben, ist jetzt eher damit erstmal beschäftigt. So. Geschlossen. Ja, ich wollte auch das Ding erstmal öffnen. So. Denn da können wir nämlich auch rein. So. Und siehe da, wen haben wir denn da? Du's. Oder soll das das heißen? Ich glaube, das soll Du's heißen, so die To-Do-List. Voll mit Plänen und Müll. So, okay. Und da haben wir auch den Red Edison, den Vorfahren von Dr. Fred Edison. Hey! Was gibt's? Du kommst mir bekannt vor. Natürlich tue ich das. Ich bin Red Edison, der Begründer, um nicht zu sagen der Besitzer dieses Gasthauses. Vielleicht hast du mein Bild mal in einem wichtigen Journal gesehen. Oder vielleicht auch nicht. Eher nicht. Kennst du Ben Franklin? Franklin? Mit dem würde ich nie zusammenarbeiten. Er hatte eine blöde Idee über Brillen mit einem grünen und einem roten Glas. Also der Vorreiter der bekannten 3D-Brille. Zumindest die Form, die man so aus den 90ern noch so kennt. Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Was erfindest du? Das ist ein neuer sitzunabhängiger Schließmechanismus, basierend auf einer Kreisgeometrie. Okay. Was erfindest du? Das ist ein neuer sitzunabhängiger Schließmechanismus, basierend auf einer Kreisgeometrie. Gut, ich hatte gehofft, dass er jetzt gerade was anderes sagt, denn wenn man ihn nochmal so die Frage stellt, dann sagt er eigentlich was anderes. Aber gut, lassen wir es erstmal. Ich kenne jemanden, der sieht aus wie du. Tja. Es ist keiner meiner Söhne, so viel ist sicher. Es sieht danach aus, als wäre ich, Red Edison, größtes Genie meiner Zeit, der letzte in einer langen Tradition von Erfindern. Meine nicht auseinanderzuhaltenden Söhne haben sich entschieden, Künstler zu werden. Ich glaube, es war jetzt Idee. Oder war es nett? Wie auch immer, der Linkshänder war's. Muss schlechtes Blut von ihrer Mutter sein. Okay. Bis später dann. Vielleicht, wenn du deine Haare kürzer schneidest. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. So. Und da ist ja dieser Linkshänderhammer. So. Mal gucken, dürfen wir den einfach so mitnehmen? Du weißt, dass das ein Linkshänderhammer ist, oder? Ich habe ihn erfunden. Er war für meinen linkshändigen Sohn. Ach ja. So, und wir sollten ihm ja die Pläne zeigen für die Superbatterie. Das tun wir jetzt auch mal. Wir können uns den auch mal anschauen. Der sieht nämlich so aus. Und jetzt kommt noch ein kleiner Funfact dazu. Das ist nämlich der Kopierschutz der Diskettenversion.
Man muss nämlich, bevor man diesen Plan zu Ho geschickt, noch ein paar Konfigurationen durchführen. In Bezug auf, ja, wie viele Toastwürfelchen man da hinzufügen soll und wie viel Liter Essig und wie viel Liter bliblablo an Öl, genau, steht ja auch da, noch hinzugeben soll. Und wenn das alles richtig war, dann ging es mit dem Spiel weiter. Ansonsten war das Spiel gleich sofort beendet. So, das musste man jeweils in der Diskettenversion machen. Bei der CD-ROM-Version war das ja nicht mehr der Fall gewesen, weil damals, als die CD-ROM rauskam, gab es noch nicht die Möglichkeit, CDs zu brennen. Also hatte man sich da gesagt, da es noch nicht so möglich ist, bauen wir da auch keinen Kopierschutz ein. So, die Geschichte dazu. Das sind die Batteriepläne, die ich diesem Red Edison-Typ geben soll. Jo, ja, die geben wir ihm doch mal, denn er soll uns jetzt helfen, wieder zurückzukommen. Superbatterie, was? Brillantes Design. Manchmal staune ich selbst über mich. Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. Ja, sehr voreingenommen, der gute alte Red Edison. Ja, also wir müssen ihm natürlich drei Sachen besorgen. Eine Sache haben wir ja schon mal, und zwar Öl. Ah, exzellent. Das brauche ich für meine Superbatterie. So, brauchen wir noch zwei Sachen. Einmal Essig und dann noch einmal Gold. So. Aber bevor es da weitergeht, ich guck mal ganz kurz auf meinen kleinen Timer hier. Ich sehe schon, wir haben ja schon wieder bereits die 20 Minuten überschritten. Das heißt natürlich für mich, dass ich erstmal hier einen Cut mache. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es mit dem Let's Play zu Day of the Tentacle weitergeht. Ja, ich wünsche euch bis dahin noch eine angenehme Zeit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.